sehe nichts. Nein! Ich habe mich gedreht! Ich drehe mich! Du Wichser! Wieso guck dir an, wie krass der durch ABS abbremst? Hast du das gesehen? Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Projekt von mir, den Umrep, in Zusammenarbeit mit dem guten Bufanda. Hi. Und zwar werden wir zusammen die Koop FIFA, Formel 1 Weltmeisterschaft 2014 nachspielen. Was auch nicht. Ich habe auch schon die ganze Zeit irgendwie bei mir alles auf der Platte, heißt hier auch schon FIFA von dem Zeus. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, ist wegen Formel 1, hallo, das kommt da einfach so irgendwie so. Ja. Keine Ahnung. Also, ich bin jedenfalls Rennspiel-Noob, draußen keine Ahnung. Ich habe auch hier keine Ahnung, nicht viel Ahnung von Formel 1, aber es macht Spaß. Hi. Hi, ich störte die Aufnahme, der Bengel. Man, das killen das, ey. Guten Tag. Hallo. Direkt in der Aufnahme drin, wer ist denn da? Der Modo. Was sagen? Das ist der Modo. Der Modo. Ja, wir Woher machen gerade Formel 1. Du? Wie bitte, was macht ihr? Formel 1, was? Formel 1 fahren, aufnehmen. Wollen wir. Bin ich dabei? Ja, du bist gerade live dabei. Genau. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich bin ganz aufgeregt. Keine Ahnung. Weiß nicht, lass auf jeden Fall drin. Lass drin, gar kein Problem. Und gleich kommt noch der Daniel und dann wird's ja unruhig. Da der mich gerufen hat, wundert es mich, dass er jetzt noch nicht hier ist. Ich habe ihm gesagt, dass wir was aufnehmen, also er weiß Bescheid. Nee. Pech gehabt. Aber er wird gleich kommen, also so viel dazu. Also volle Professionalität, seht ihr merkt, Leute. Natürlich. So, wir hätten ja auch in den Aufnahmekanal gehen können, ne? Zu spät, ist mir auch egal. Ja, das wurscht. Ja. Mal los. So, okay, dann starten wir jetzt einfach. Wir spielen, wo spielen wir jetzt überhaupt? Keine Ahnung. Müssen wir nicht mal leise sein? Ist das nicht die welche, wo schon 75 Runden darauf gefahren sind? Ja, weil die ganze Zeit ein Fame kam? Ja, weil du ständig abgeschmiert bist oder so ein Scheiß. Was? Oder dein Aufnahmeding nicht funktioniert. Stimmt, hat. Ich vielleicht mal gucken sollen, ob der oh, jetzt kacke, es regnet auch noch. Oh, oh. Ey, vielleicht haben wir Glück, dass nur Qualifying regnet. Wieso sind wir jetzt Mercedes? Waren wir nicht immer Ferrari? Hab ich doch eben gesagt, dass ich auf Mercedes umgestiegen bin. Hab ich nicht mitgekriegt. Er hat sogar Modo mitgekriegt. Glaube ich nicht. Seid ihr jetzt gemutet? Nö. Ich gehe jetzt auf die Strecke und fahre mal Qualifying hier. Ja, eine Runde hast du. Alben fanden wir Blitzqualifying. Mach nix Regen, ich kann Regen nicht. Oder doch, weiß ich nicht. Ey, Thorsten, du hast jetzt so viel Übung, du kannst doch einfach nicht Regen an fahren. Stell dir mal vor, du würdest mit Nacko im Regen fahren. Das wäre wahrscheinlich einfacher. Ich glaube wohl kaum. Alter, ich sehe nichts. Jetzt stellst du dich aber an, ich sehe Vettel vor mir. Ich sehe gar nichts. Es regnet. Oh, das Auto rutscht rum. Ich fahr mir jetzt geil. Oh Gott. User joined your channel. Hallo. Halli, hallo. Schnauze. Thorsten ist gerade am Rutschen. Also Paul wird wohl nichts Thorsten, richtig? Doch, natürlich. Wer Erster? Ey, yo, bei mir ist Vettel einfach nicht Erster, aber gut. Nee. Ich bin Erster, ich bin doch Vettel. Ach so. Kiesbett, Kiesbett, yay. Bist du auf dem zweiten Sektor angekommen? Ich glaube ja. Wieso, das klingt nach Spaß, was die beiden haben. Das ist Formel 1, das ist kein Spaß. Sollen wir so lange in einen anderen Raum gehen, oder was? Könnt ihr mal machen. Dann gehen wir mal in den Talkraum. Ha, weil der wird getalkt. Ist gleich. Oh. Ich komm einfach nicht auf den ersten, ich hab für Scheiße gerade. Ich auch. Alter, Regen, ey. Oh, Alter, ich rutsche? Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht übersteuere. Also ich bin jetzt auf der letzten Kurve. Ich glaube ich auch, keine Ahnung. Ja, aber Regen ist auf der S deaktiviert. Ich glaube, ich bin 10. Ne, 7. bin ich.
Du bist letzter. Mit welcher Zeit? Na, immerhin plus 5. Du wärst ja fast so 21. geworden. Ich bin da nur gerutscht, ey. Was ist das für eine Strecke? Warum regnet es da auf einmal? Nur weil wir Mercedes fahren. Mit Ferrari hätten wir Sonnenschein gehabt. Ich weiß auch nicht. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht. Herr Chef, ich weiß nicht. Viel zu viel Regen. Viel zu viel Wasser auf der Strecke. Ich habe auch nichts gesehen. Kann sich auch anstellen. Und nur, da war nur Wasser auf der Kamera. Da konnte man nichts sehen. Ja, stell dir mal vor, du würdest wirklich fahren. Sieht das genauso aus? Nee, dann hätte ich Scheibenwischer. Auf deinem Helm. Natürlich. Ich habe einen super modernen, hochtechnologisierten, selbst gebastelten Scheibenwischer, Helmscheibenwischer. Ach so. Ach, mir wundert eigentlich, dass ich echt noch Siebter geworden bin. Wie Rennen startet? Willst du mich verarschen? Ja, fahren wir so, ist okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, fahren wir auf die Strecke. Hallo, und es regnet ja gar nicht mehr. Siehst du, Thorsten, hab ich doch gesagt, es ist nur Qualifying, das regnet. Die sehe ich ja gerade erst. Muss ich wieder auf den ersten Platz von hinten fahren, ey. Oh Gott. Sei mal froh, dass du nicht hinter mir bist. Also bist du hinter mir, aber nicht direkt hinter mir. Na, sonst hättest du mich wieder eisgebremst und mir, ey. Nein. Mir mein Kotflügel kaputt gefahren. Startest du auf weichen Reifen? Auf weichen, ja. War diesmal mit Standardboxen-Strategie. Hab diesmal nichts umgestellt. Mich auch nicht. Ja, da bin ich aber gut drin, da was umzustellen. Das habe ich diesmal einfach mal gelassen. Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass ich noch was umstellen muss. Nein! Ich habe mich gedreht! Ich drehe mich! Letzter! Ich hätte gerade so viele Plätze gut gemacht, ey. Letzter. Geile Sache. Jetzt, nein! Nein, 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 verpiss dich. Oh Gott, ich muss jetzt was fahren. Ich habe keinen Schaden genommen. Wundert mich, habe ich vergessen umzustellen. Also in echt wäre ich, glaube ich, tot gewesen, weil ich mich einfach mitten auf der Strecke gedreht habe. Du hast ja schon wieder Überholverbot, ey. Hast du Überholverbot. Ich fahre mir gut durch, auf welchem Platz bist denn du? 10. Leute, bist du immer noch vor mir. Aber ich hab jetzt nicht gelbe Flagge hier. Ich fühle gerade die Nachhut an. Wobei es langsam löst sich ein bisschen. Immer Platz da. Hätten Wasser überholen können, wenn ich die gelbe Flagge gewesen wäre. Jetzt fährt er mir weg. Ich hole die ganze Zeit Kiat von mir ein. Heißt er Kiat? Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Den Russen hole ich ein. Hier gerade eben ganz kurz grüne Fahne und jetzt schon wieder gelb, ey. Ja, warum fährst du noch die ganzen Unfälle? Ich mach keine Unfälle. Ah, Platz da. Ich hab noch nicht aggressiv überholt. Was willst du von mir? Ich will vielleicht ein bisschen in den Zuckerrad reingehauen, ist mir egal. Legitim. Ah, ich seh dich auf 10. Und mittlerweile bin ich direkt in der Grotte. Nein! Scheiße, Alter, da bremst der Wichser einfach ab. Ich weiß, wie das ist. Nee, ich bin in meinen Reifen hinten reingehauen. Ich bin heil geblieben. Ich glaube, ich habe einen Schäden nicht mehr hier eingestellt. Irgendwas läuft hier nicht ganz rum. Safety Car ist auf jeden Fall drin, wenn wir einen Unfall bauen, aber ansonsten komisch. Ich glaube, das Spiel buggt bei mir rum. Also ne? Ist mir die ganze Zeit. Ja, und jetzt habe ich mir ständig eingeschränkt vom Überholverbot an. Ja. Inzwischen drin kommt mal kurz grün und dann wird es wieder gelb. Ich bin gleich hinter dir. Irgendwas ist da kaputt. Ich bin mittlerweile hinter Massa. Du schießt es doch.
Nö, ich hole einfach gut auf. Alter, so eine Scheiße. Ah, shit, he's back. Du hast da ein bisschen was verloren, mein Freund. Nee, ich hab nichts verloren. Ja, klar. Schon gar nicht. Ich hab mich grad ein bisschen angedreht. Ich hab nichts verloren. Ist dich, Alter. Alter, ich hab Angst. Irgendwas funktioniert hier noch nicht mit dem ABS. Ich glaube, ich habe das ABS so krass eingestellt. Er bremst die ganze Zeit einfach ab. Das nervt mich gerade total. Verliert total Zeit, weil er einfach total scheiße am Bremsen ist. Ey, wir hätten beide fast gerade gleichzeitig Massa überholt. Das wäre voll awesome gewesen. Du bist auch wirklich komplett heile. Ja. Ich habe irgendwas falsch eingestellt. Aber ich habe auch nur so ein weiches Ding da, so ein Streckenposten irgendwie nur umgefahren. Ja, aber bei mir bist du komplett vorne mit deiner Schnauze an die Wand geklatscht. Also an die Wand bin ich eigentlich nicht geklatscht. Weil du bist bei mir an der Wand vorbeigeschraubt. Hast du irgendwas falsch eingestellt? Waren Teile wegflogen, also man hat richtig gesehen, wie da was weggeflogen ist. Keine Ahnung. Komm einfach nicht an dich ran. Glaub's nicht. Na Schatz, Ziel hätte ich dich fast rausgehauen und hier hol ich dich nicht mehr ein. Jetzt hast du einen Fehler gemacht. Oh. Beide machen den gleichen Fehler. Ich hab DS. Juhu. Hol dich ein. Ey, der bremst schon wieder so früh ab. Lol, du bist einfach mal eiskalt die schnellste Runde gefahren. Und das, obwohl ich Fehler mache. Ja, wir haben bremst ja gerade total scheiße ab immer. Ich habe, glaube ich, das ABS zu krass eingestellt. Weil spontan ist auch nicht, ob ich das mitten im Rennen ändern kann. Bist du auf Fett? Ja. Da würde ich nicht einholen, wenn ich auf... Nee, ich fahr auf Mager. Ich fahr auf Mager. Ja, ja, hab ich auch gesagt. Ich fahr auf Mager. Jetzt bist du wahrscheinlich auf Mager. Nee, ich fahr schon die ganze Zeit auf Mager. Ich fahr falsch rum. Jetzt ja, gerade. Ja, deswegen hole ich dich auch nicht rein. Klar. Ich fahr auf Mager. Bei eine Bestzeit nach der nächsten und ich hole dich nicht ein, natürlich. Bei mir steht Mager langsam. Ja, ja, hätte ich auch gesagt. Glaubt ihr nicht. Ja. Du kannst dann wieder gucken. Der Ton ist scheiße, ich hole nicht da doch, wobei jetzt ein bisschen aufgeholt. Weil ich bin jetzt gerade in den ersten beiden Sektoren gerade eine Bestzeit gefallen und ich bin kaum auf die aufgeschlossen. Fährst jedes Mal in dieser Kurve raus, kann das sein? Ich fahre auf der Ideallinie. Wie bist du gerade schon wieder in der rausgehauen da auf das Kiesbett? Noch nicht aufs Kiesbett, ich bin nur auf den Abweiser gefahren. Ja, ja. Das wird mir jedes Mal Staub abgewirbelt. So, hab deine Zeit mal ein bisschen unterbunden. Schnauze. Na, Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Ich hab gerade 1,35 gefahren. Du Wichser, was machst du da? Muss ich voll übers Gras fahren wegen dir. Warum? Weil du auf einmal rechts ausgezogen bist und ich gerade an alle vorbei wollte. Du hast Pech gehabt. Ey, ich bin nicht gedreht, ich glaube, ich wäre easy erster. Vermutlich, ja. Eine Aufholjagd, wie ich jetzt hier gerade setze, das ist unglaublich. Aber wegen Überholfallmanövern habe ich viel Zeit verloren gerade. Ey, die Krise. Ich komm echt nicht an dich ran. Ich will hier eigentlich nur weghauen. Ein bisschen. Was denn? Es hat sich verbremst. Jetzt bin ich direkt hinter dir. Kann deinen Reifen schon riechen. Hat mich nicht verbremst. Na klar! Du Wechsel! Arschloch!
ein Wichser, du. Wir versucht dann mein Flügel zu zerstören. Die aber nicht gescheitert ist. Arschloch, du. Thorsten, wo bist du? Hol auf. Ich nicht. Für eins für eine 1,39, ne? Und er sagt, die Zeit ist aus, du kannst mir das bitte mitteilen. Hat er bei mir auch gesagt. Na klar. So, hätten Jan Thorsten vorbeigezogen? Naja, das Überholmanöver. Du bist so ein Wichser. Eigentlich würde ich dich echt nur provozieren. Alter, ich nehme Teile. Ich überhole die ganze Zeit im Überholverbot. Was? Ja. Ich habe immer noch die gelbe Fahne an. Da backt das vielleicht. Also ich würde eigentlich am liebsten das Benzin bei mir wirklich auf Mager stellen. Problem ist, ich muss einfach noch mehr Zeit machen. Ich kann mir das eigentlich noch nicht leisten so richtig. Weil ich bin mittlerweile in den Punkten drin, das ist schon mal etwas. Aber ich habe ja auf dem 7. gestartet, richtig? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube ja. Bin ich jetzt gerade die DRS, ich hätte gleich drauf geachtet. Eigentlich müsste es so haben. Ich bin 0,6 Sekunden vor dir. Ich habe allgemein kein DRS. Lol. Warum nicht? 2,5 Sekunden vor mir gewesen, glaube ich. Ja. Es geht ja darum, 5 beim Vordermann. Nicht um den Hintermann. Jetzt hättest du ja vorhin auch DRS gehabt. Das bin ich leider auf dem 6. Hab ich gemerkt. Ich bin ganz knapp an Hülkenberg ran, komm. Komm, seine Reifen mich auch schon, aber der glaubt, der macht nicht so einen Bremsfehler. Ah, hast jetzt auch mal müssen. Oder wie der auch mal heißt. Müssen, ja. Hab ich ein bisschen abgedrängt. Will ich von der Strafe? Nee, eigentlich nicht. War fair abgedrängt. War halt in der Kurve, damit musste er ja bremsen. Ich weiß, dass die vor mir langsamer sind, aber irgendwie krieg ich die trotzdem nicht eingeholt. Aber jetzt. So, ein bisschen Rückenberg angeschoben, ist wieder vorbei. Ah, ich hab sogar DRS, geile Sache. Nicht. Er war Hülkenberg eigentlich wirklich berührt sogar. Oh, nochmal DRS, nice one. Hol ich jetzt Ricciardo an. Ich hab kein DRS, obwohl ich Hülkenberg direkt im Auspuff hänge. Ja, das hatte ich vorhin auch in der letzten Runde, warum auch immer. So, der Platz. Da vorne ist das Treppchen, das hol ich mir jetzt, komm. Er hat, glaube ich, 10 Sekunden zu rein können. Naja, krasse Sache. E5 habe ich, na gut. Boah, Alter, ich will gar nicht wissen, wie weit dein Vettel weg ist, wenn Raikön schon so weit weg ist. Das ist ja jetzt richtig schön Arbeit. Wobei ich mache jetzt gerade Zeit auf Ricciardo. Gut, das ist schon mal etwas. Ich muss Hülkenberg erstmal ein bisschen hinter mir lassen. Oh. Ach, da vorne ist Vettel, krasse Sache. Ja,
Er ist schon in die Box gefahren, nice one. Irgendeiner war, glaube ich, auf weichen Reifen unterwegs, wenn ich das richtig hatte. Ich bin auch auf weichen Reifen. Ja, aber deswegen fährt er ja früher an die Box. Ich fahr jetzt nicht so an die Box. Ich hab noch ein paar Runden. Also hast du harte? Lol, da hab ich so viel Probleme, dich einzuholen, das ist ja echt krass. Ich fahr auf mager. Ja, das wundert mich ja gerade, dass ich so viel Probleme hatte, dich einzuholen, weil ich hätte echt einfach nur Bestzeiten gefahren. Das ist halt das, was mich irritiert jetzt gerade. Also so scheiße bin ich noch nicht mal gefahren, die wäre ich jetzt die ganze Zeit rausgeflogen, hätte ich das ja verstanden. Gut, du bist auch, hast auch kaum Fehler gemacht, aber du musst halt einfach langsamer gewesen sein eigentlich. Ja, den hätte ich ja schon gehabt, der Wichser mich nicht ausgebremst. Die Box, die ist echt wirklich nicht hilfreich. Warum, was sagen sie dir denn? Da vorne ist Ricardo. Schnapp ihn dir. Aber jetzt saß ich ihm schon im Auspuff drinne. Als wenn ich das denn nicht wüsste, dass ich mir nicht schnappen soll. Das weißt du nicht, du bist auf den Kopf gefahren. Ja, ich weiß, dummer Rennfahrer. Ich hab nur Benzin im Kopf. Mittlerweile habe ich so viel Abstand zu dir, wie ich zu Raikön zu mir. Nochmal so viel Abstand habe ich dann zum ersten. Also so eng ist es, so weit auseinander sind die gar nicht, das ist das Gute. Also ich hatte gerade eben schon mehr Angst, dass die weiter auseinander sind, aber das ist gar nicht so. Mhm. Alonso ist erster, krasse Sache. Ach, Raikön ist auch rein, oder was? Nee, Alonso ist rein, stimmt. Okay. So. Frische Reifen drin, nice one. Hülkenberg ist noch hinter mir. Komm ich als fünfter raus, richtig? Das ist Vettel an mir vorbei. Ah. Er will als fünfter raus, ne? Ist gut. Da hinten überholt mich nicht mehr. So, Thorsten, du bist jetzt Zweiter, richtig? Ja. Noch. Dann kommt jetzt bald deine Box. Ich find's sonst immer interessant, dass du harte Reifen hattest, weil ich hatte von Anfang an weiche Reifen. Ich hatte harte drauf von Anfang an. Auch im Boxen, im Qualifying? Ja. Nee, da hatten wir Regenreifen, ja. So, jetzt gebe ich Gas. Oh, Verwarnung abkürzen. Na gut. Aber jetzt habe ich frische Reifen, jetzt kann ich Gas geben. Ich habe einfach mal im zweiten Sektor 2 Sekunden Zeit auf Virgin gemacht, oder wie auch immer ausgesprochen wird, der blöde Franzose. Da vorne ist Vettel. Ah, oh, schön. Oh, 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 nein, 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 nein. Lol, trotz Boxenstopp bin ich kaum schlechter als letzte Runde. Oh, jetzt muss ich abbremsen, weil Raikön zugemacht hat, der Penner. Ja, jetzt überhole ich dich. Platz 4. Du bist noch nicht in der Box, du bist immer noch Zweiter, ne? Erster bin ich. Ach stimmt, der Raikön war ja Erster, ne? Habe ich noch 2 KI jetzt gleich vor mir. Bei einer müsste, glaube ich, noch in die Box gehen, oder? Ja. Hey, Alonso ist hinter dir, richtig? Ja. Ja gut, einer muss noch in die Box gehen, dann bin ich wieder Dritter. Passt denn. Habe ich keinen Platz verloren, ich Boxen. Ich fahre gerade mit Fetten gemischt, damit ich ein bisschen Zeit noch rausholen kann, vielleicht. Ja, ich fahre gerade mit Fetten gemischt bis Zeit, hoffentlich. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wie gut ich gefahren bin. Ich habe gerade einen Fahrfehler gemacht. Ich fahr keine Bestzeit, schade eigentlich. Ich bin eben ganz kurz quer gestanden. Wow. Also jetzt nicht wirklich 90 Grad quer, aber halt Reifen fangen an zu degenerieren.
Oh, nein, 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 nein. Ah, fuck. Was ist jetzt gemacht? Hat an meiner Strategie irgendwie rumgespielt und die Kurve dabei übersehen. Beziehungsweise mich verbremst und musste ins Dings rein. Alter, ich bin jetzt gerade 2 Runden mit fettem Benzin gefahren, ne? Mhm. Nicht eine um die Bestzeitrichtung, ne? Mit einem frischen Reifen. Jetzt fahre ich eine Runde auf Mager und hab erstmal direkt im ersten Sektor eine Bestzeit. Willst du mich verarschen? Keine Ahnung. Das Spiel ist irgendwie komisch. So, zweiten Sektor Bestzeit. Ich glaube, die 1,24 von Schumi hole ich nicht ein. Weiß gar nicht, wie das machbar sein soll, ohne abzukürzen. Oh fuck, ey, Alter. Ach. Bin nach rechts, dass du nach rechts einschlägst und solche Sachen. Hm. Fang ich jetzt gerade schon wieder an, das ist voll nervig. Keine Bestzeit, schade eigentlich. Nur 1,35 bin ich gefahren. Mit Mager. Ja, ich merke voll, wie die Reifen weg sind. Ja, gerade wie du vor mir bist. Ja, warum fährst du nicht in die Box? Weil ich jetzt erst Boxenstopp hab. Sollte erst in der 13. rein. Solltest oder wolltest? Soll. Krasse Sache. Für mich sind die Harten eigentlich nur für 10 Runden eingeplant. So, komm. Ich fahre jetzt mit Mager und tatsächlich, ich fahre einfach viel schneller zum Teil als eben mit schnell. Das ist total irritierend. Weil auf den langen Geraden, da ziehe ich tatsächlich die kürzeren. Aber in den Kurven bin ich echt gut dabei. Hm. In den Kurven mache ich echt plus, aber wenn jetzt hier diese langen Dinger kommen, dann verliere ich Viertel echt aus den Augen. Irgendwie da zwischen 1. und 2. Sektor da, wo dann der Übergang ist, wo die ganzen 1000 Kurven sind, da hole ich die echt richtig krass ein. Bin ich zum Beispiel jetzt hier gerade in der letzten Kurve vor der Startziel, bin ich jetzt halt einfach an der Schnauze Arsch von Vettel gewesen, aber ich komme halt nicht dran. Hm. Auf der Geraden verliere ich die jetzt gerade wieder beide. So, jetzt bin ich näher dran, Vettel. Komm her. So, Vettel mal ein bisschen angeschoben. So, Vettel habe ich jetzt schon berührt, aber noch nicht überholt, jetzt hat er wieder ein bisschen Platz. Hätte ich, glaube ich, durchgezogen, hätte ich ihn jetzt gerade gedreht. Ich glaube, dann hätte ich eine Strafe gekriegt. Oh, oh. Eine Strafe? Lol. Ich habe einfach mal die Straße komplett geschnitten, die Kurve komplett mit dem Gras überschnitten. Aber ich krieg keine Strafe, krasse Sache. Wahrscheinlich warst du schnell genug, dass es wie ein Unfall dann aussieht, oder? Achso, wenn ich die Kurve leicht berühre auf dem Gras, dann kriege ich die Verwarnung. Muss ich verarschen. Ja, oder halt vom Abbremsen her. Der hält gerade die Auswahl, entweder fahre ich Vettel voll rein oder ich brech aus Gras ab. Als habe ich fahr so eine Scheiße zusammen, ich habe jetzt wieder so viel Abstand. Na, am Anfang fast Vettel gedreht, jetzt fahre ich einfach wieder 3 Kilometer hinter denen. So eine Scheiße, kann ich nicht mehr vernünftig fahren. So, auf der Startziel gleich mal dran denken, dass ich das Benzin wieder umstelle.
Und wenn ich dann gleich wieder die, wenn ich gleich die Harten drauf habe, baue ich dann wieder um. Kann man wieder schnell fahren. Alter, zum Teil war ich eben gerade unter 0,6 Sekunden an Vettel dran, jetzt habe ich wieder 2 Sekunden. Scheiße. Wobei, jetzt bin ich gerade wieder an Vettel der Arsch dran. Komm, komm. Osno, bist du hinter Raikön oder noch vor ihm? Hinter nee, Raikön gerade. Ich wollte gerade sagen, Raikön ist ein Vierter angezeigt. Ich hab gerade überholt hier den Ricciardo. Was noch weiter hinten? Ich bin für Sechster nach dem Boxenstopp. Okay. Ich will ja vorbeigehen! Nein! Komm ja mit der Anspruch! Lass dich nicht weiter ausbremsen! Geh vorbei! Wenn ich könnte, hätte ich das schon getan! Wie es hieß, dieser DRS, vielleicht sich gleich auf der Station hier vorbei. 11 Sekunden, oh Gott. Hat er fast gedreht. Die 11 Sekunden, hast du gerade eine Strafe gekriegt? Ja, auf Raikön. So. 11 Sekunden. Wir lassen dann zu uns, bitteschön. Keine Ahnung. 15 soll es dann zu uns haben, ich habe 4 zu Raikön. So, Vettel, jetzt gehörst du mir. Ich komme! Oh, oh, Kurve! Oh, oh, ich hab die Kopfbremse. Wobei, doch, ich hab Vettel eingesammelt. Ja, ich bin Zweiter. Jetzt wird Alonso eingesammelt. So, Alonso, komm her hier. Ich weiß nicht, er sollte langsamer sein als ich, das ist doch easy. Ich sehe jedes Mal in der gleichen Kurve verwarnen und abkürzen. Ich lerne einfach nicht daraus. Ach, Alonso hat harte Reifen, weiß man. Soll ich mir jetzt gleich einholen. Alter, wegen ABS nämlich verliere ich so viel Zeit, ne? Das ist so nervig. Ich muss gleich unbedingt dran denken, dass ich das ABS ausschalte. Oder echter mache. Oder. Meinst du Bremshilfe? Ja, der bremst halt einfach komplett ab, wenn ich hier eine Kurve komme. Ich hab die schon von Anfang an auf Mittel alles gestellt. Lenkhilfe, Bremshilfe, weil ja, das war mir das krass. Ich hab mir ja gerade einen Account gemacht, da hab ich nicht dran gedacht, dass ich dann da die Fahrhilfen runterstellen muss, umstellen muss ein bisschen. Ja. Ich hab einfach die Standardeinstellung genommen. Da ist halt einfach das ABS total krass, dass ich einfach die ganze Zeit einfach komplett abbremse. Normalerweise soll es ja helfen, aber mich behindert es einfach nur komplett. Mhm. Ist halt nicht gewohnt. Mhm. So, DRS und Alonso vorbei, komm. Auf Platz da. Erster. Nice one. So, jetzt kriegen wir es. Oh Scheiße, jetzt kommt gleich ein bisschen über Runden. Nein! Also, du hast es ist positiv, diesmal runde ich dich mal nicht. Mein Glück, von der letzten Runde fliege ich wieder raus. Und ich habe mich jetzt vom letzten auf den ersten vorgekämpft. Ich fliege am Ende eh raus. Mhm. So, mittlerweile habe ich schon 1,5 Sekunden auf Alonso. Nice one. Hätten sie dich zum Überrunden. Ach nein. Hast du überrunden. Oh. Kurve habe ich jetzt nicht so gut genommen. Ah Gott. Ist es schlimm, wenn der letzte schneller fährt als ich? Nö, überhaupt nicht. Blöd. Lass mal. Ich nicht ein.
Wobei doch jetzt gerade so ein bisschen. Aldonado, mach mal Platz an. So, nochmal eins überrundet. Ich fahr vielleicht immer. Alter! Uiuiuiui! So Leute, bremst auch mal ein bisschen Alonso aus und so weiter, so wie ihr mich gerade ausgebremst habt. Alter, ich bin voll hinten reingerast. Der will gerade rechts abziehen und ich hau den erstmal in den Reifen an. Komplett ohne Vorwarnung fährt er da einfach aufs Grün und dann wieder rauf. Und ich dachte nur so, Alter. Und dann, oh. Verbremst. Wenn du vielleicht ein bisschen mehr kannst. Alter, die bremsen Alonso so krass aus, Alter. Alonso hat 5 Sekunden zu mir. Wie nice ist das denn? Oh. Wenn ich jetzt die 5 Sekunden noch nicht mehr nutze, ey, das ist so scheiße. Ich hatte 5 Sekunden nur noch auf Reifen. Ja, die letzten. Und vorletzter bremsen die gerade komplett aus. Irgendwie ignorieren die anscheinend die blaue Flagge oder so, keine Ahnung. Lol. Ist noch jemand gerade in die Box gefahren? Raikön ist in die Box gefahren, ah. Ich habe gar nicht so viele Plätze, krasse Sache. Hey, Buffy! Als Fünfter komme ich raus. Ach, scheiße. Naja. Vielleicht müssen ja alle vor mir Boxenstopp machen nochmal. Das Alonso versucht durchzufahren, das glaube ich aber nicht. Mein letzter Boxenstopp war das jetzt, Damen und Herren. Hoffentlich. Solange ich jetzt keinen Unfall baue, soll das der letzte gewesen sein. Ich kann versuchen durchzufahren. Was für Reifen hast du drauf? Harte. Nein, kannst du nicht. Du musst nur 25% mit Weichen fahren. Ich weiß. Deswegen muss ich gleich die Weichen draufsetzen. Deswegen habe ich nämlich jetzt Harte drauf. Ich bin vorher zweimal weich gefahren. Ich könnte einfach mal durchfahren. Ja, du wirst disqualifiziert. Wow. Ich krieg keine Punkte. Na, jetzt krieg ich nur eine Zeitstrafe in 3 Sekunden. Achso. Nein. Ich dachte gerade. Ich dachte, dann krieg ich nur eine Zeitstrafe von 3 Sekunden. Ich bin disqualifiziert. Nee. Ich finde das Schwachsinn, ey. Das ist ein Schwachsinn mit den Reifenregeln hier. Das war früher nicht so. Früher war alles besser, Mama. Früher war es wirklich alles besser. Ich fand die Formel 1 früher wesentlich interessanter. Abgesehen davon, dass Ferrari so dominiert hat, aber... Allgemein war das irgendwie interessanter. Mit den Benzinstopps, wie viel Runden Benzin dabei hat. Wann die Reifen wechseln. Da kannst du auch unabhängig Reifen und Benzin machen. Auch schon rein. Sag mal so, aktiv Formel 1 war voll, tue ich ja auch nicht. Ich freue mich, wenn hier Vettel oder sowas erfolgreich sind, aber ansonsten, ja. Gelegentlich guckt man mal ein Rennen oder so, wenn man gerade mal Zeit hat und das mal so nebenbei gefunden hat. Oder nichts anderes Besseres zu tun hat. Ja, wir dann meist nebenbei. Bianchi, verpiss dich! Ich bin ja meistens beim Fußball, wenn das Rennen läuft. Hä? Ja, okay. Sonntags. Ja. Im Moment hat Braunschweig ja die ganzen Montagsspiele, das ist voll scheiße. Lohmann, der DS ist ausgefallen. Hatte ich auch schon mal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Rennen hat mir DRS sogar richtig mal geholfen, dass ich nach vorne gekommen bin. Ich habe auch ein paar Mal DRS gehabt zum Überholen. Das ist aber echt nice. Ja, scheiße. So, Ricciardo überholt und der muss nochmal in die Box, das ist nice.
Ach, vor mir sind sie jetzt auch gerade an die Box gefahren. Du bist mich Zweiter. Ich hab noch 3 Runden bis zur Box. Nur 4,5 Sekunden zu dir, die hol ich sogar noch ein, wenn ich gut bin. Na gut, meine Reifen sind schlecht und ich fahr auf mager. Ja, ich fahr auf fett mit, harten Reifen. Ich werd gleich noch bei den weichen Reifen. Das hab ich erst seit 2 Runden drauf. Na, ich werd gleich, wenn ich aus der Box komme, mit fett wieder fahren. Also hab ich's ja vorhin auch gemacht mit den weichen. Die letzten 2-3 Runden. Ah, Bestzeit, nice. Nicht mal einmal eine Runde und überholen, dann habe ich vielleicht direkt eine Bestzeit. Ach, guck mal, noch nur 3,6 Sekunden, mein Freund. Hol dich ein, noch bevor du einen Boxenstopp machst. Und sag ich dafür, dass du einen Boxenstopp machst? Warum? Wobei, ich will dich nicht einholen, am Ende fährst du mir irgendwie rein oder sabotierst mich. Ich kenn dich. Sag ich doch, ich sag dafür, dass du noch mal einen Boxen... Ich hab die Gemische perfekt eingesetzt. Ich auch, das ja. Mit 3 Runden plus jetzt gerade. Und noch plus eine Runde. Weil jetzt habe ich mich verbremst, ich glaube, damit habe ich meine Bestzeit kaputt gemacht. Weil doch, könnte vielleicht klappen. Na? Ja, ich bin 1,33. Ich hab jetzt nur 2,5 Sekunden, voll nice. Ich glaube, das ist allgemein gerade meine schnellste Runde auf dieser Strecke. Ich bin das letzte Mal durch nur 1,34 gefahren. Kann sein. Ja, ich hab die RS wieder. Zum Glück jetzt, wenn ich gerade so fast an dich ran bin und wir gerade aus der DS-Runde raus sind. So, ich bin einfach beim ersten Sektor schon wieder die schnellste Bestzeit, nochmal eine Bestzeit gefahren. Ich höre aber echt krass auf dich auf. Dann musst du Boxenstopp machen, diese Runde oder nächste? 23. Oh Gott. Also ich bitte kampflos vorbei. Nee. Nein. Ich hab schon wieder Bestzeit gerade drauf. Ja, hab ich gerade verfahren, eine Sekunde verloren. Aus, wenn ich jetzt wieder eine Bestzeit habe. Ah, ich habe sogar DRS, ich fahre eine Bestzeit. Komm. Du Wichser! Siehst du, guck dir an, wie krass der durch ABS abbremst. Hast du es gesehen? Nö. Es sah ungefähr gerade so aus, wie ich das letzte Mal den Frontflügel zerstört habe. So bremst der ab. Nein, ich bin das Gras, du Wichser! Fuck. Ich bin und bleibe erster, mir ist das scheißegal. Kannst du gleich erster werden, in die Box war. Guck dir ab, wie krass der abbremst durch das ABS. Normalerweise wäre ich auch so knapp erst abgebremst wie du gerade. Wie gesagt, ich hätte glaube ich immer durchgezogen, um dich rauszuhauen. Und wieder abgebremst. Abgekürzt. Lass mich abkürzen. Dankeschön. Nochmal halblang, weil bist du nicht abschieben. Voilà. Das tut mir jetzt aber leid. Aber sagt er dir eigentlich schnelleres Fahrzeug vorlassen? Nee. Sagt er mir nicht. Mann, oh. Aber du willst ja irgendwie nicht. Na klar. Ist denn nie Platz für dich und du überholst irgendwie nicht. Oh, jetzt bin ich aber... Oh, Verwarnung abkürzen. Ah, ich krieg sogar DRS dafür noch. Geile Sache. Ich kann mit DRS noch fahren. Aber ich hab nicht eine Strafe bekommen.
hat mir Zeit gekostet, ich bin nur 1,42 gefahren, aber gut. Das muss ich noch die letzten Runden fahren, dann bin ich Erster. Nice one. Ich drehe meine Runden. Ich bin jetzt gerade 3 Sekunden besser als in der Vorrunde. Hab die ein bisschen aufgeholt, wa? Was? Die ein bisschen aufgehalten, wa? Hab's mir ja selber ausgesucht. Der hätte ja eigentlich, als ich dich versucht habe zu drehen, einfach vorbeifahren können. Da bin ich ja ein bisschen mit Absicht reingegangen. Ich hab anscheinend die Schäden ein bisschen nicht richtig eingestellt, weil ich hätte eigentlich das kaputt gehen müssen bei der, wie ich reingeheizt bin. Also der Frontflügel hätte es unterleiden müssen, glaube ich. Fuck, ey. Spickel. Wird dann im nächsten Rennen natürlich alles optimiert. Ich habe leider 12 Sekunden auf Alonso. 11 Sekunden auf Vettel habe ich. Habe ich dir auch Zeit gekostet? Naja, glaube ich, ich habe mir selber Zeit gekostet auch noch. So, da hinten ist wieder einer zu mir runden. Oh Gott. So. Wobei Alonso und Vettel sich gerade die ganze Zeit am Kloppen sind. Die sind sehr nah aneinander. Vielleicht hast du Glück und kein bis dann Nutznießer, dass sie sich gegenseitig ein bisschen behindern. Hab ich ja noch nie davon gehört, dass der Erste, dass irgendwie zwei sich gegenseitig kloppen. Ich fahre die ganze Zeit auf Stand und habe plötzlich wieder plus eine Runde mehr wie das gemacht. Soll nochmal Benzin nachgetröppelt. So vom Regen, so mäßig. So. Gleich wieder auf Stadtziel fahren. Mensch, Thorsten, das war voll das geile Duell. Willst du nicht wieder zurückkommen? Ich versuch ja schon. Nur noch 9 Sekunden und Rückstand auf Vettel. Ja gut, ich habe mittlerweile 15 oder so. Oder 12 oder 13, irgendwie so. Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz ich mittlerweile beim Überrunden bin. Oh, 17 habe ich jetzt gerade überholt. Mit 12 Sekunden auf Alonso. So, dann ist da vorne der 16. Ich kriege Schatzi. Ah, fuck. Hat den 18. vor mir. Was beim Runden. Der fährt gerade so ziemlich bescheiden hier durch die Gegend, ey. Kenn ich irgendwo, ja. Müsste mal in den Kurven nochmal scharf abbremsen, ey. Gerade 1,5 Sekunden verloren. Oh. Links, rechts, immer auf dem Gras. Es war doch ein spannendes Rennen. Doch mal wieder Spaß gemacht. Hätte sich theoretisch heute mal rächen können. Wenn du denn die Schäden eingeschaltet hättest. Haben wir doch eingestellt. Scheint ja nicht. Wenn du so weiterfährst, kriegst du am Ende nochmal total Schäden. Das wäre irgendwie so Karma. Also eigentlich sind das auf realistische Stelle, da muss ich leider mal gucken, dann nochmal fertig sind. Da vorne ist jetzt der 16. Eigentlich müsste ich den jetzt noch eine ganze Runde hinter ihm bleiben, dann hätte ich am Ende DRS. Alter. Ja, ich mach das alles mit Absicht, die ganzen Fehler.
Das ist gewollt, ich möchte hinter Guiteros bleiben. Das glaube ich dir. Nein! Thomas ist gerade kaputt gegangen. Mein Freund ist beschädigt. Ich hab doch Schäden an. Ein Frontflügel ist im Arsch. Ah. Ja, ich fahr jetzt durch, jetzt hab ich keine Lust mehr dazu wechseln. Also er sagt, es ist leicht beschädigt. Ich glaube nicht, dass sie den jetzt in ein paar Runden noch aufholen sollten, 10 Sekunden Abstand, oder? Nicht unbedingt. Wollte ich jetzt eigentlich durchfahren. Ich hab jetzt vielleicht ein bisschen mehr, muss jetzt ein bisschen mehr aufpassen, dass ich lenke, aber sonst. Alter, da kriegt der blaue Flagge, soll mich vorbeilassen und haut mich in die Wand rein, so ein Wichser. Oh fuck, ey. Du bremst mich gerade. Theoretisch verbremse ich mich schon das ganze Rennen, weil er einfach die ganze Zeit von alleine so früh abbremst. Nee, ich hab irgendwie gerade nicht mehr den richtigen Zeitpunkt. Krieg ich dann raus. Alter, Mann, Alter, Frau Kübel nervt mich gerade. Ich gehe keine Risiken mehr ein. Ja, wenn ich jetzt noch ein Risiko eingehe, dann ist ja Frau Kübel, glaube ich, ganz weg. Holst du mittlerweile Vettel ein oder immer noch nicht? Ich hatte mal 9 Sekunden, jetzt sind es wieder 12. Du Wichser! Guiteros! Alter! Mann! Ich glaube, ich habe gedreht, ich weiß es nicht. Vorne im Frontreifen bei ihm reingereist. Er ist total behindert um die Kurve rum und ich versuche, ihn vorbeizufahren. Aber anstatt dass er bei mir vorbeilässt, nein, er macht einfach die Kurve zu. Wir sind im Frontreifen vor ihm reingeheizt. Mir ist gerade scheißegal. Bin ich durchgezogen, aber jetzt egal. Oh. Oder der Wagen zieht einfach nach links weg. Das ist so nervig. Mittlerweile habe ich nur 8 Sekunden am Ball und so. Also der Frontflügel macht doch ein bisschen was aus, dass er ein bisschen im Arsch ist. Scheiße, alter Guiteros, ey. Ich hoffe, ich hab jetzt noch einen Platz geklaut, damit. Ich weiß nicht, ob ich gedreht habe, auf jeden Fall angeschoben und aufs Kiesbett gedrückt. War mir scheißegal. Ja, wat, was bildet der sich ein, bitteschön? Fährt er wieder ein bisschen so um die Kurve, so letzte Runde. Blaue Flagge, soll ich vorbeifahren und dann haut er da einfach mich weg oder was? Mhm. Ich wurde eigentlich disqualifiziert. Also die Kollision hat er verschuldet, beziehungsweise ich habe auch keine Meldung bekommen. Oh. Das war green. Jetzt fahre ich letzte Runde nochmal fett. Soll ich bitte vor der Ziellinie stehen bleiben, dann fange ich jetzt zu heulen. Wobei mittlerweile wieder 9 Sekunden auf Alonso. Ich hab wieder ein bisschen Zeit gut gemacht. Ich hab immer noch plus eine Runde, obwohl ich die ganze Zeit jetzt schon fett fahre. Was ist Sache? Ich bin vorher ziemlich viel mager gefahren. Ich hab immer die ganze Zeit gewechselt. Immer wenn die Reifen im Arsch waren, bin ich auf mager runtergegangen und hab dann, wenn die 9 drauf waren, direkt auf fett. Leute, was hat Alonso gemacht? Ich habe einfach mal 10 Sekunden zu Alonso. Verbremst. Okay, habe ich noch gerettet. Krasse Sache. So, Startziel, ich bin gleich da. Erster Platz, ich komme. Oh, mein erster Platz. Und zum Ende nochmal 1,34 fahren. Nice one. So, erster Platz. Ah ja. Dön. Als siebter gestartet, als erster durchs Ziel. Ja, als letzter gestartet, als vierter durchs Ziel ist auch nicht schlecht. Wobei theoretisch bin ich auch als erster gestartet. als letzter gestartet. Glückwunsch, ein hochverdienter vierter. 12 Punkte in meinen Tossen.
Hülkenberg hat nochmal 10 Sekunden gekriegt. Ja, wollte gerade sagen, jetzt nochmal einen Platz nach hinten gerutscht. Mhm. Wir werden mal gucken, hat Guterres. Guterres hat irgendwie keine Strafe gekriegt. Wahrscheinlich steht das noch nicht, weil der Plus sowieso schon plus eine Runde ist. Zwischenfälle, leichte Kollision, Verwarnung. Ich habe keine. Ah. Fortsetzen. Fortsetzen. Ich fand mich gut. Ich fand auch dich gut. Siehst du, jetzt kommen nochmal jetzt hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wieso ich Vierter geworden bin. Ich bin noch als Letzter gestartet. Warum bin ich nur Vierter? Weil du scheiße bist. Ich hab auch als Letzter gestartet und sieh mich an. Hast du irgendwas falsch gemacht? Hast du irgendwas falsch gemacht? Irgendwann bin ich an dir vorbeigefahren. Vielleicht war einfach meine Strategie falsch. Weiß ich nicht. Also irgendwas hast du anders gemacht als ich, weil wir sind beide eigentlich als Letzter angefangen. Ja. Fängt jetzt direkt mit Qualifying an. Ja, anscheinend. Na gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zusehen. Tschüssi. Ciao.